So sieht man ihn eigentlich nie. Professor Hendrik Streeck mit seinem Golden Retriever Welpen Sam. Als einer der aktuell gefragtesten Menschen Deutschlands arbeitet er rund um die Uhr, hat kaum Zeit für sich und seine Familie. Und wenn er dann mal ein paar Minuten abschalten will, spielen nicht mal alle mit. Wie hat denn der private Hendrik Streeck die letzten Wochen erlebt? Ich habe mich schon sehr unter Druck gesetzt gefühlt, gerade weil ja nicht nur Medien, sondern auch Kollegen plötzlich negativ zu Wort gekommen sind. Das ist unüblich, gerade in Bereichen, wo man denkt, man arbeitet zusammen. Und das hat mich schon sehr belastet. Das Universitätsklinikum Bonn gestern Nachmittag. Wir treffen Hendrik Streeck in seinem Büro. Endlich hält er die finalen Ergebnisse seiner Heinsberg-Studie in den Händen. Anfang der Woche wurden sie ausgewählten Journalisten vorgestellt. Also ich fange dann einfach gleich an, wahrscheinlich mit den Slides, oder? Ja, eine der Hauptfragen, wie viele Menschen haben sich wirklich schon mit dem Virus infiziert? Wie hoch ist die Dunkelziffer? Konkret für Heinsberg lässt sich sagen, 15% waren bereits mit SARS-CoV-2 infiziert, sind also vorerst immun. Was die Infektionsrate betrifft, wurden keine geschlechts- oder altersbedingten Unterschiede festgestellt. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen lag bei 81 Jahren. Für mich das Überraschendste war, dass eigentlich jede fünfte Infektion, die in Gangelt abgelaufen war, komplett ohne Symptome gewesen ist. Also die Menschen gar nicht gemerkt haben, dass sie infiziert gewesen sind. Viel diskutiert wird auch über die Sterblichkeitsrate, die laut Studie nur 0,37% beträgt. Dieses Ergebnis aus Heinsberg lässt sich auf ganz Deutschland hochrechnen. Die Sterblichkeitsrate ist etwas, was eine Eigenschaft des Virus ist und ist in gewisser Weise verallgemeinerbar. Und legt man jetzt die Sterblichkeitsrate, also Infektionssterblichkeit, von 0,37% zugrunde, kann man hochrechnen, dass es geschätzt 1,8 Millionen Infizierte in Deutschland geben müsste. Die Heinsberg-Studie ist seit Wochen Gesprächsthema, denn sie ist bisher einzigartig. Viele hofften, Streecks Projekt könnte der Grundstein für politische Maßnahmen sein. Rückblick, Anfang April. Die Jakob-Muth-Schule in Heinsberg. Das Team hat mit der Arbeit begonnen. Zahlreiche Medizinstudenten sind in den nächsten Wochen vor Ort. Wir haben einzelne Haushalte angeschrieben und gebeten, dass sie hier vor Ort an die Schule kommen, um einen Abstrich abzugeben, aber auch Blut abzugeben. Und wir werden sie befragen, ob sie bestimmte Symptome gehabt haben, ob sie Vorerkrankungen haben, ob sie Medikamente einnehmen. Landrat Stefan Pusch macht demonstrativ den Anfang und erhofft sich viel von dem Pilotprojekt. In den nächsten Wochen werden über 900 Menschen befragt und untersucht. Die Erkenntnisse, die wir hier gewinnen, in einer sehr konzentrierten und sehr repräsentativen Formen, die können Gültigkeit für ganz Nordrhein-Westfalen, für ganz Deutschland, vielleicht sogar für die ganze Welt haben. Die Forschung mit den zufällig gewählten Teilnehmern ist nur ein Teil der Studie. Der andere Teil wird von Hygienikerin Dr. Ricarda Schmidhausen geleitet. Es ist auch immer extrem wichtig, in Ausbruchssituationen vor Ort zu gehen, um überhaupt abschätzen zu können, wie ist deren Alltag, wo kommt was her, wie wurde was verbreitet oder wer kennt auch wen. Sie untersucht in Heinsberg Wohnungen von Infizierten, macht Abstriche von Türklinken, Fernbedienungen und Arbeitsplatten. Selbst Raumluft wird getestet. Die Proben kommen dann in die Virologie zu Professor Hendrik Streeck. In einer Zeit, in der wir uns gerade befinden, wo sehr viel Verunsicherung herrscht, ist es die Pflicht und die Aufgabe der Virologen, Fakten zu schaffen und schnell Fakten zu schaffen. Schnelle Fakten, das wollten alle. Aber eben trotzdem wissenschaftlich genaue Arbeit. Streeck und sein Team präsentierten bereits am 9. April öffentlichkeitswirksam ihre Zwischenergebnisse. Die Zahlen konnten Hoffnung machen. Stattdessen gab es aber vor allem Kritik.
glaube, ein Problem war gewesen, dass zu viel Erwartung in diesem Zwischenbericht gesteckt wurden und dass man erwartet hat, dass man hier Empfehlungen für eine Lockerung drin lesen kann. Wir fanden es eine Verpflichtung von unserer Seite und auch eine ethische Verpflichtung als Arzt, diese Daten und diese Eigenschaften des Virus sofort mitzuteilen. Christian Drosten, Berater der Bundesregierung und Vorgänger Streecks an der Uni Bonn, fand die Präsentation überhastet und bezweifelte die Aussagekraft der Studie. Die Medien diskutieren. Welcher Virologe hat denn nun recht? Team Drosten oder Team Streeck? Scherzt auch Till Mette in diesem Cartoon. Wir konfrontieren Streeck mit dem Vorwurf, er habe sich von der Politik instrumentalisieren lassen. Er habe NRWs Ministerpräsidenten Armin Laschet bestimmte Ergebnisse geliefert, damit dieser politische Lockerungen durchsetzen kann. Wir haben 65.000 vom Land gekriegt. Die Studie hat wahrscheinlich rund 250.000 gekostet. Also, dass man glaubt, dass wir so billig wären, uns da kaufen zu lassen, gerade auch unsere Reputation und unsere wissenschaftliche Arbeit und unseren Ruf aufs Spiel zu setzen, das hat mich echt überrascht, aber auch verletzt, dass überhaupt so eine Unterstellung von Medien in den Raum gestellt wurde. Der war wirklich super. Die letzten Wochen waren für den 42-Jährigen schon aufreibend genug. Das konnten wir schon Mitte März beobachten, als wir den Virologen bei der Arbeit begleiteten. Hendrik Streeck. Hendrik Streeck. Ja. Hendrik Streeck. Hendrik Streeck. Und da hat es auch geklingelt. Hendrik Streeck. Die Anfragenflut nicht zu bewältigen. Kann man ja mal zeigen, es sind gerade 24.338 ungelesene E-Mail drin. Das setzte auch dem so ruhig und souverän auftretenden Hendrik Streeck zu. Der Druck, zuverlässige Antworten und Lösungen zum Umgang mit dem Coronavirus zu präsentieren, ist immens. Ich hatte 10 Wochen weder mal ein Wochenende, wo ich nichts gemacht habe, noch irgendwie einen Abend, wo ich mich nicht um das neue Coronavirus gekümmert habe. Das ist schon eine Belastung und man merkt auch immer mehr, dass man in gewissen Bereichen abbaut. Streeck ist noch jung. Er ist seit Oktober 2019 Leiter des Instituts für Virologie. Persönliche Anfeindungen ignoriert er trotzdem weitestgehend und wählt die Offensive. Rückzug war für mich eigentlich kein Thema. Ich finde es wichtig zu zeigen, dass diese Studienergebnisse gut sind, mit einer hohen Qualität durchgeführt wurden und dass das etwas ist, was aller Kritik standhalten kann. Was den Umgang mit Corona angeht, sei Deutschland auf einem guten Weg, sagt Streeck. Wir müssten lernen, das Virus zu akzeptieren. Wir werden jedes Jahr von diesem Virus geplagt werden, wie wir auch von den anderen Coronaviren geplagt werden. Und wir müssen davon ausgehen, dass wir längere Jahre mit diesem Coronavirus zu tun haben werden. Tja, heute Abend wäre vielleicht die Gelegenheit mal wieder gewesen für einen gemütlichen Abend zu Hause, Stern-TV gucken, aber dann kam unsere Einladung. Also schön, dass Sie da sind und lassen Sie uns mal reden über das, was Sie herausgefunden haben über dieses Virus bei der Untersuchung in Gangelt. Was Sie selber am meisten überrascht hat, sagen Sie, ist 22% der Infizierten haben praktisch gar nichts gemerkt von der Infektion. Haben Sie auch eine Ahnung, woher das kommt, dass es manche wirklich in die Ecke haut und andere spazieren durch die Infektion, als sei nichts? Also die Berichte, dass es diese asymptomatischen Verläufe gibt, das gibt es ja schon in China. Mhm. Wir haben einen ganz interessanten Zusammenhang damit festgestellt, nämlich dass viele Symptomatiken hatten und auch schwere Symptomatiken hatten. Also Fieber, Schüttelfrost, genau. Durchfall, alles parallel? Ja. Dass die auf der Karnevalssitzung oder Karneval gefeiert haben. Aber dass die sich im Nachgang infiziert hatten in Gangelt, dass die eher einen milden Verlauf gehabt haben. So, und es gibt in der Virologie für andere Viren diesen Zusammenhang von der Virendosis. Also wenn man viele Viren aufnimmt, am Anfang, dass man dann sehr viel eher auch schwerere Symptomatiken hat. Und das könnte hier eine Rolle spielen. Das heißt, das ist tatsächlich wie bei so einer Schrotflinte. Also mich kann die ganze Masse an Kugeln treffen und ordentliche Schwierigkeiten bereiten. Aber vielleicht kriege ich nur einen Streifschuss oder gar nichts ab. Und dann komme ich einfach durch die Erkrankung durch.
Ja, also das ist in der Tat bei der Grippe gezeigt worden, dass wenn man nur mit wenig Viren konfrontiert wird, dass man eigentlich relativ milde Grippesymptomatiken hat. Mhm. Und je mehr Viren man am Anfang abkriegt, desto stärker ist die Symptomatik. Aber es ist für SARS-2 noch nicht bewiesen worden und ist nur eine Spekulation und dieser Zusammenhang eben, den wir jetzt gesehen haben. Aber immerhin 22% heißt, dass viele Menschen in Deutschland wahrscheinlich infiziert umherlaufen, ohne dass sie selber davon wissen, weil sie einfach keine Symptome zeigen. Sie konnten in Gangelt auch recht präzise die Sterblichkeitsrate ausrechnen. Also wie viele Erkrankte haben am Ende dann tatsächlich mit dem Tod zu tun? 0,37% der Fälle hieß es, seien das. Sie haben daraus errechnet, dass, weil man kennt ja auch die Todeszahlen für Gesamtdeutschland, dass es in Deutschland 1,8 Millionen Infizierte geben müsste. Diese Hochrechnung war vielen etwas suspekt. Ich zeige Ihnen mal einen Tweet aus dem Netz, den wir gefunden haben. Da schreibt einer, bis zu 1,8 Millionen Menschen in Deutschland an Covid-19 erkrankt, basierend auf Ergebnissen in einem der Hotspots. Nach einer Umfrage in Gelsenkirchen-Erle könnten auch bis zu 79 Millionen deutsche Schalke-Fans sein. Die Heinsberg-Studie ist für Freunde von Hochrechnungen skurril. Soll heißen, wenn ich natürlich dahin gehe, wo viele erkrankt sind und dementsprechend sterben, dann heißt das auch noch gar nicht, dass das in ganz Deutschland genauso sein muss. Da gebe ich vollkommen recht. Also das Besondere ist aber, dass wir ja die ganze Zeit über Hochrechnungen machen. Das Robert-Koch-Institut macht ihre Hochrechnung, andere Kollegen machen andere Hochrechnungen. Jetzt haben wir das erste Mal für ein Gebiet, ein Hochprävalenzgebiet, eine Infektionsletalität, also die Sterblichkeitsrate, bestimmt. Das ist nirgendwo anders bisher gemacht worden. Und es gibt das erste Mal eben einen Wert, mit dem wir diese ganzen Modellrechnungen etwas präzisieren können. Wir sagen auch nicht, ist es die Punktlandung 0,37%, sondern wir geben einen Fehlerbereich auch an. Das kann bis 0,43 hochgehen, das kann bis 0,2 runtergehen. Ich glaube, die Kritik kann man verstehen, wenn man weiß, dass es sich um 7 Todesfälle handelt, die Sie da zugrunde gelegt haben. Also einer mehr oder weniger wäre schon bei der Hochrechnung für, ich sag mal, eine 250.000 mehr oder weniger Infizierte verantwortlich. Zumal man ja in Gangelt auch nicht obduziert hat und gar nicht genau belegen kann, sind das wirklich alles ursächlich Corona-Tote. Ne? Man könnte solche Studien auch in anderen Gebieten durchführen und auch dort, wo mehr Menschen gestorben sind. Da gebe ich vollkommen recht. Aber nochmal, ist es die erste Studie in der Art, die überhaupt einmal einen präziseren Wert ermittelt hat. Die WHO rechnet immer noch mit einer Sterblichkeitsrate von 3,4%. Johns Hopkins legt vor eine 2%ige Rate Sterblichkeit für Deutschland. Wenn ein Toter im Gangelt dazukommt oder zwei oder drei, wir werden nicht über 0,5% kommen damit. Mhm. Also daher hat sich diese große Bandbreite von 0,1 bis 3,4% verringert auf einen relativ kleinen Bereich. Und diese Unterschiede, nur für die, die denken, wie kommt das zustande, liegen natürlich daran, dass Robert Koch zum Beispiel, das Robert-Koch-Institut, mit offiziell gemeldeten Erkrankungsfällen rechnen muss. Und Sie haben in Gangelt ja auch die Dunkelziffer bestimmen können. Lassen Sie uns mal auf das schauen, was Sie bei der Beobachtung der Haushalte festgestellt haben. Das ist ja auch ganz verrückt. Sie haben untersucht, wie groß ist das Risiko, sich im Haushalt anzustecken, wenn ein Infizierter zu Hause mitwohnt. Und erläutern Sie uns ruhig mal diese Zahlen, die wir sehen. Denn da gibt es für verschiedene Haushaltsgrößen verschiedene Werte. Wenn zwei Leute im Haushalt leben, einer ist infiziert, dann ist das Ansteckungsrisiko für den anderen bei 44%. Also so fast halbe-halbe, dass er da unbeschadet durchkommt. Wenn aber der Haushalt größer ist, also wenn in dem Fall jetzt haben wir drei Personen miteinander leben, dann sinkt dieses Risiko auf rund 36%. Und der gleiche Effekt zeigt sich, wenn man noch jemanden dazu tut, also bei 4-Personen-Haushalten, Sie wissen es selber am besten, dann kommt welcher Wert raus? 18. 18, ganz genau, 18%. Das ist ja erstmal irritierend. Und wenn wir uns dann anschauen, wie sieht es aus bei Haushalten, in denen ein Kind lebt? Also wenn das Kind infiziert ist, hier rot dargestellt, wie groß ist für die anderen Erwachsenen das Risiko? Dann steigt das wieder enorm an, auf 67%. Ja, da muss man aber aufpassen, das ist diese Grafik mit dem Kind ist, wenn das Kind in jedem Fall infiziert ist. Mhm. Also bei den anderen, bei den 18% zum Beispiel, warum es so niedrig ist mit im 4-Personen-Haushalt, können wir nur spekulieren. Wir können nicht sagen, woran es liegt. Aber man hat so einige Erklärungen, was es sein kann. Auf der einen Seite könnte sein, dass man sich in einem größeren Haushalt, wenn jemand krank ist, mehr aus dem Weg geht.
Es könnte aber auch sein, dass Kinder einfach schlechtere Überträger sind von Viren und die nicht so leicht an die Eltern oder die Eltern so leicht auf die Kinder geben können. Wie gesagt, wir wissen es nicht. Die letzte Grafik mit den 67% sagt nur aus, dass wenn das Kind infiziert ist, dann ist es wahrscheinlich, dass auch eines der beiden Elternteile infiziert ist. Kann das nicht einfach was mit körperlicher Nähe zu tun haben? Da, wo ein Kind erkrankt ist, Fieber hat, dass Eltern sich dann auch körperlich sehr nah um das Kind kümmern? Und dass in einem größeren Haushalt, wo jemand erkrankt ist, viele dem aus dem Weg gehen und nur einer die Krankenpflege macht? Aber wir können nichts über die Richtung sagen, ob die Eltern die Kinder oder die Kinder die Eltern infizieren. Wir können nur sagen, dass es gehäuft ist, dass wenn ein Kind infiziert ist, dann ist auch ein Elternteil infiziert. Vielen Dank bis hierhin, Professor Strick. Wir sprechen gleich miteinander, wenn wir auch mal den Blick über die Ländergrenzen hinweg heben werden. Und wir haben gleich noch einen weiteren Gast bei uns in der Sendung.